Hallo, sagen Sie, kennen Sie das? Es ist 15 Uhr am Nachmittag und... 15 Uhr am Nachmittag. Ich fange nochmal neu an. Hallo, kennen Sie das? Es ist 3 Uhr nachmittags und Sie haben einen unstillbaren Bock auf Kreuzworträtsel lösen. Nun, dann sollten Sie dringend zum Arzt gehen oder ja, einfach mal hier zugucken. Träge, was ist träge? Nein. Das russische Streigespann ist die Troika, natürlich. Die Hartwurst. Hartwurst könnte auch ein Name sein. Hartwurst von Biersorte. Was? Von Bierberg. So, Ale und Age ist ja fast dasselbe Wort. Handpuppe ist der Kasper. Luftdruck, das haben wir gleich. Ich weiß es gerade noch nicht. Start in den... Oh Gott. Abkürzung ordentlich. Wahrscheinlich das, genau. Der Staat der USA könnte Ohio sein, ja. Ohio. Ist japanisch für Hallo. Ene, Mene, Mu. Kennen wir auch, haben wir auch schon gehabt. So, jetzt haben wir hier wieder das Land in Asien, Indien, ja. Mörtelbestandteil ist Sand. Ah, HPA war das. Das war diese Luftdruckeinheit. Ja, ja, Schmiedeblock ist natürlich der Amboss. Nicht Anboss, Amboss. Dativ. So, träge, weiß ich nicht. Tranik, doch, das weiß ich. Bin ich ja auch ständig. Rest im Glas. Kennt jemand Sonne im Glas? Oh, was haben wir denn hier für einen? Nein. So ein Zufall, dass ausgerechnet dieser griechische Buchstabe gerade drankommt. Fluss durch Bad Tölz. Das ist bestimmt auch die Isar. Ja, so langsam kriege ich mit, wo Flüsse langfließen. Neige? Ah, deswegen heißt das auch, es geht zur Neige. Okay, ja, ja. Deutscher Adelstitel ist der Baron. So, Gesichtsteil ist natürlich... Nicht das Auge, nicht die Nase, nicht der Mund, nicht das Ohr, nichts in dem Sinne. Abgesondert, weiß ich noch nicht. Hauptstadt Südkoreas ist Seoul. Wenigstens das haben wir. Sekretiert, nein, auch nicht. Gärmittel, weiß ich noch nicht. Was ist denn das für ein Gärmittel? Hefe ist doch auch... Nee, Hefe ist kein Gärmittel. Was gehört denn alles in Bier rein? Hopfen und Malz passt beides nicht. Rennspielreihe. NFSMW. Nein, das ist ein einziges Spiel einer Reihe. Burnout ist es auch nicht. Fasanenvogel. Was war das denn nochmal? Der Pfau vielleicht? Dann wäre das mit F. Moderator Thomas. Thomas, weiß ich gerade noch nicht. Machen wir erstmal regelmäßiger Wechsel ist... Oh, das ist gerade... Abkürzung für Bitcoin, das weiß ich wenigstens. Das ist BTC. Das klappt. So, außerdem den Sechser kriege ich auch noch. Herbeischaffen. Holen. Ja, hier geht's wieder besser. Hartwurst. Salami. Natürlich, die ist gemeint. Frostig ist auch eisig. Mehrzahl von Genus. Genera. So, OBB ist Obernburg, wie es aussieht. Abkürzung Bremssystem. Automatisches Bremssystem oder so? Antiblockiersystem ist das ja eigentlich. Genau, nichts mit automatisches Bremssystem. Erfrischung. Ja. Langsam komme ich hier. Islamische Republik. Ja, der Iran. Okay. Ach, was für ein Thomas ist denn das? Und was ist der Gesichtsteil?
Kinn. Lippe ist auch nicht. Auge, Haaransatz, was gibt's denn noch so alles im Gesicht? Wange, Backe. Ja, muss man aufpassen, dass man auch die im Gesicht meint. So. Abgesondert. Separat meinen die bestimmt. Ja, tun sie. So, Gärmittel ist nicht Leim, oder? Erfrischung. Erfrischung. Was könnte das noch sein? Irgendein Getränk, so wie es aussieht? Nicht. Was ist denn die Rennspielreihe? Ausgerechnet bei sowas kenne ich mich doch eigentlich aus. Ach. Das gibt's ja auch noch. Ja. Die Erfrischung. Leider. Warte mal. Thomas. Hatten wir nicht den schon mal? Ach Mann. Orna oder so hieß der. Ja, richtig. Oha, nee. Aha. Fasanvogel ist tatsächlich der Pfau. Das hätte mir einiges erspart vielleicht. Regelmäßiger Wechsel ist ein sogenannter Turnus. Hatte ich auch mal. So. Wow, Gärmittel ist Germ. Es gibt auch einen Germknödel. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt. E-Absal, nee. Labsal, okay. Labsal wird gleich mal gegoogelt. Was ist Labsal? Huch, nein, das ist nicht auf Google Maps. Nee, keine Ahnung. Erfrischung. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Was steht denn hier so alles? Labsal. Linderung, Trunk, Balsam. Also wahrscheinlich wirklich einfach nur von dem Wort Laben. Und wie Trübsal ist es halt diesmal ein Labsal. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, damit kommen wir zu dem Lösungsworträtsel. Wollen wir doch mal sehen, ob ich das Lösungswort auch rauskriege gleich sofort. Okay, wir haben auch nicht allzu lange gebraucht. Etwas formen. Okay. Noch nicht. In der Mitte gelegen. Okay, ja, ja. Nee, doch nicht. Okay, mittig wird ja sicherlich nicht das Wort... Es hat dieselben Buchstaben, oh Gott. Bayerisch Bube. Also, wenn das jetzt... Maßstab. Was gibt's denn hier noch? Okay. August. Ist ja eigentlich AUG. Und damit haben wir schon mal die 5. Wilde Kinder. Die wilden Kerle. Kloppe. Ey, was die für Worte haben. Potzblitz. Aha. Okay, ja, dann ist das Wort nämlich Haue. Okay, ja, ja, verständlich. Sittliche Werte. Gibt's heutzutage nicht mehr. Aber das weiß ich. Könnte aber auch was anderes sein. Schiffseigner. Das ist doch der... Genau, ja, 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 ja. Genau, genau, das ist das. Surfen mit Lenkdrachen. Ja, weiß ich auch. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was Formen ist, aber ich weiß... Glaube ich... Die meinen bestimmt... Ich, Mensch, ist natürlich Falco.
Zumindest hat er ein Lied drüber gesungen. Das ist das. Dann ist das hier auf jeden Fall ein S. Hier hatten wir ein U. Wilde Kinder weiß ich noch nicht. Männername ist sowieso immer sowas. Blutbahnen können Adern sein, können aber auch Venen sein. Westafrikanischer Staat, oh Gott. Also hier kommt ein E hin für Etat. Das ist also ein A. Okay, Machthaber. Eventuell, ja. Sieht gut aus. Regent ist das hier. Okay, dann ist das hier ein N. Wettsegeln. Ja. Okay, ja. Weiß ich. Der orientalische Titel. Was war denn das nochmal? Das hatten wir doch letztens. Irgendwas mit S. Genau. Schriftsammlung. Meinen die damit eine Akte oder nicht? Könnte. Flugsteig. Wie heißt denn das? Also hier kommt Etat rein. So, Feingefühl. Vielleicht sowas wie Takt? Okay. Ach, Flugsteig ist doch ein Gate, glaube ich. Okay, ja, würde auch passen. Dann ist das hier der Takt. Dann haben wir bei der 7 ein T. Was haben wir noch alles gehabt? L, A, N. Ja, genau. Lan, das weiß ich noch nicht. U. Ich vermute mal. Languste. Das Wort müsste Languste sein. Genau. Glückspflanze ist nämlich E. Also. La. Nee, warte mal. Lanuste haben wir. Und das, die 4 ist dann wahrscheinlich ein G. Mal gucken, ob wir wilde Kinder vielleicht sogar noch rauskriegen. Moment, dann ist das wilde Kinder. Hier müsste ein G drin stehen. Blutbahnen, Adern vielleicht, wirklich? Also ich würde erstmal sagen Languste und jetzt geben wir mal den Rest ein. So, Blutsauger ist der Egel. Los geht's. Regent haben wir hier. Der Ich-Mensch, nee, fangen wir erstmal beim, machen wir erstmal den zweiten weiter. Ist hier eine Regatta. Feingefühl, habe ich gesagt, ist Takt und das ist auch richtig so. Abkürzung August ist natürlich AUG. Kloppe ist die Haue. Nicht Haus, Haue. Da war wieder das motorische Gedächtnis schneller als das, als der Rest. So, machen wir mal den Egoist noch fertig. Und dann noch den Klee. Damit haben wir die Lanuste. Dann machen wir mal weiter hier, den Inhalt entfernen, ist natürlich Lehren. Potzblitz ist Aha, nee, Oha. Jetzt auf einmal ist es Oha. Na toll. Sittliche Werte ist natürlich Moral. Wilde Kinder, Rabauken sind es nicht. Südfrucht ist die Orange. Ran, ja. Wilde Kinder, Ranger. Nein, Quatsch. Also, aber hier die sind die Venen erstmal. Männername Eva, eindeutig. So, was haben wir noch? Erblicher Nachkomme. Kind. Nicht? Ach so, muss ja nicht sein. Er
erblicher Nachkomme. Machen wir erstmal woanders weiter. Charakterbild ist Avatar. Nee, ist es nicht. Also machen wir hier erstmal Kiten. Das kann man auch sehr gut in Online-Spielen machen, tatsächlich. Hohes Bauwerk ist ein Wolkenkratzer, aber hier nicht gemeint. Abkürzung monatlich. MTL. Strom in Afrika ist natürlich der Nil. Okay, ANS ist ANS, genau. Und dann haben wir hier Guinea, wo das Guinea Pig, das Meerschweinchen, wohl angeblich herkommt. Früherer Name des Iran. Das ist gut. Das ist, ja. Bis heute. Bis dato. Eigentlich heißt es ja dann bis dato. So, und hier haben wir den Turm. Früherer Name Irans ist dann wahrscheinlich Persien. Ha! Richtig, richtig. So, Charakterbild ist das Image. Schiffseigner weiß ich, glaube ich, noch gerade nicht. Nebenfluss der Mars. Nordamerikanisches Rentier. Nordamerikanisches Rentier. Auf wie heißen die Dinger denn? Maßstab ist erstmal Norm. So, haben wir. Notlage ist die Misere. Uch. Misere, so rum. Ach Mann, so, jetzt habe ich's. Senegal sieht hier aus, als wäre das. Achso, den Etat haben wir hier noch. Senegal ist das, genau. Dann haben wir nämlich das Gate und die Akte. Ja, Senegal habe ich vorher schon gewusst. Mensch, wer hätte es gedacht? Halbwüchsiger. Mhm, nicht kleinwüchsiger. Ach, den Sultan wollten die haben. Okay. Ivo? So. Erblicher Nachkomme, in dem Sinne Klon, meinen die. Okay. Ja, kann man so sagen, wenn man... Bur. Das ist ja Bur. Aber heißt das nicht Burb? Mit B noch hinten dran? Eigentlich? So, in der Mitte gelegen ist leider nicht zentral in dem Falle. Schön wäre es gewesen. Gedanke. Da hätte ich eine Idee. Und die ist sogar richtig. Ach, der Schiffseigner, der war doch der Räder. Nicht der Deda. Genau. Formen, bilden. Das war das Wort, was die meinten. In der Mitte gelegen, Median, ja. Nordamerikanisches Rentier. Warte mal, das ist aber jetzt nicht nochmal der das Karibu. Anscheinend doch. War das wirklich immer ein nordamerikanisches Rentier? Ich muss da nochmal gucken. Ja, stimmt. Hier stehen nur solche. Dann gab es irgendein anderes Tier, was irgendwie mehrere... ach, das war dieser komische schwanzlose Affe. Ach, wie hieß der denn nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen. Naja, wenn es das nächste Mal kommt, dann darf ich mich drauf freuen, dass ich das wieder vergeigen werde. Aber hier wilde Kinder rangen? Sagt mir nix. Sagt mir nix. Orangen? Keine Ahnung. Hier gibt es ja auch Orangen. Also, eine Orange ist ein O-wildes Kind. Oder wie? Nein, natürlich nicht. So, damit haben wir jedenfalls alles rausbekommen. Das Lösungswort war auch wieder richtig, bevor ich was eingetragen habe. Schön, schön. Und damit würde ich mich dann mal verabschieden. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.